Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Rogue Legacy. Oh ja, wir gehen direkt rein, wir wollen ja nicht zu lange warten. Spellsword, Dragon. Komm, wir spielen so oft Spellsword, spielen wir mal was anderes. Und zwar würde ich doch schon fast den Hokage vorschlagen. Und zwar Sir Gauda den Zweiten. There is no Spark, okay, the one. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, und ja, muss schon wieder Blähungen. Spelunker. Nee, wir spielen Hokage. Ist jetzt egal, das können wir ihm schon verzeihen, dass er hier mal die Blähungen hat. Ist halt so, ne, was will man machen? Ich glaube, wir haben wieder 43.000. Das ist ja vorzüglich, Leute. Das ist ja fast schon zu gut. Sollen wir vielleicht mal Downstrike maxen? Das können wir eigentlich mal machen. Ich meine, dann ist das wenigstens mal weg, ne? Oder hier in Wundheim. Ja, komm, wir hauen das Ding jetzt mal kurz auf Max. Genau, jetzt kassieren wir vermutlich nicht mehr so viel, weil, genau aus dem Grund. Ja, ist ja klar, ne, weil wir halt länger unverwundbar sind, falls wir Schaden nehmen sollten. Okay, mit 3000 kann ich doch sicherlich hier noch was Schickes kaufen. Ja, was, wie sieht's aus hier? So ein royales Schwert, nee. Nee, das geht nicht, das ist so teuer. Oh, das geht noch. Yes, sehr gut. Ich glaube, wir nehmen aber den Dark Helm und hier genauso. Oh, wir haben die Dark Rüstung, Dark Chest haben wir freigeschaltet, sehr gut. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal kurz die blaue behalten. Das ist gut, das Schwert, da brauche ich gar nichts anderes mehr zu sagen. Ja, ist gut. Nehmen wir mal die Klamotten, die sehen ganz gut aus. Wir sind natürlich verdammt schnell. Verdammt schnell. Ja, nicht einfach wischiwaschi schnell. Nee, wir sind verdammt schnell. Und wir haben dieses Retro-Castle. Geil. Also das ist wohl hier das, dieses The One. Das ist immer geil. Das hatten wir, glaube ich, erst einmal oder so. Oh. Boom. The Skill. Oh, es ist wieder mal einer von diesen XL-Boys am Start. Wir haben natürlich als Hokage keine Crits. Wisst ihr ja vermutlich. Ja, und außerdem sind wir halt super sexy, ne? Ist ja klar. Ist ja ganz logisch, so als Hokage macht sich das ganz gut, den einen oder anderen Koffer mal stehen zu lassen. So, das können wir auch mal ganz kurz hier. Jetzt frage ich mich bloß, wie man die Secrets dann findet. Oh. Ja, komm. Das geht schon, oder? Ah, das geht schon. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen es langsam angehen, Leute. Ach du Scheiße. Ich will aber das Upgrade. Das lasse ich mir nicht nehmen. Scheiße. Junge. Alter, das geht aber gut. Das geht verdammt gut. Oh yeah. Wow, Freunde. Das ist aber gar nicht nett. Okay. Wow, das war schon fast ein bisschen zu knapp. Okay, Mana-Upgrade. Schöne Sache. Okay, schöne Sache. Wir haben Mana-Upgrade geholt. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr angenehm. Musste ich mich natürlich gerade ganz kurz konzentrieren. Ja, ich glaube, ich habe die Rage noch nicht so ganz im Kopf, weil ich benutze das ja fast nie, um ehrlich zu sein. Ah. Okay, das geht aber relativ gut. Also ich sollte natürlich den Skill hier öfter benutzen, als ich es mache. Wow, geil. Ich wusste gar nicht, dass er noch mal so einen Strike macht. Am Ende. Cool. Ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt, aber ich habe mich immer gewundert, woher diese Schüsse kamen. Okay. Boom. Weil wir haben jetzt auch schon jede Menge Mana. Also von dem her lohnt sich das vermutlich schon, da das ein oder andere Mal da seine Fähigkeit draus zu bashen. Ja. Okay. Klar, seine Magie kann man auch nutzen. Und ich glaube, das Schwert ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich immer gesagt habe. Okay, also auf dem Hokage ist es vielleicht nicht so gut, weil er nicht wirklich den Schaden mit Spells macht. Aber ansonsten dürfte das eigentlich relativ in Ordnung sein. Okay, so, bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Ja, wir gehen nach links. Okay, ich würde natürlich versuchen, jetzt noch möglichst die Bosse zu slayen, habe ich auch angekündigt. Was habe ich gesagt? Alex oder Ponce? Wer stirbt? Ja, okay, das ist ein sehr asozialer Raum. Da kann mir vermutlich jeder zustimmen. Okay. Naja, ich war in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt mit Isaac auf dem... Wow, wir haben da kein... Krass. Alter, die Hokage sind geil. Wieso benutze ich die so selten? Die kannst du einfach so wegskippen. Voll geil. Ah, hier ist so ein Minigang.
Ja, da kommen wir leider nicht rein. Wir sind nicht klein. So klein sind wir nicht. Und dieses Instaport, ne, ich liebe das. Das ist ja mal richtig geil. Okay. Ja, das war übrigens super effektiv gerade. Das war quasi sehr effektiv. Okay. So, wunderbar. Ja, und die Zauberer. Eigentlich gar kein Thema. Ich meine, wir machen eigentlich fetten Schaden dafür, dass wir halt keine Crits reißen. Aber ich meine, dafür machen wir konsistenten Schaden, ne? Das ist ja auch schon mal was. Oh, oh. Ja. Ach du Scheiße. Na. Ah, Mann, Scheiße. Mann, lasst mich doch in Ruhe. Was habe ich euch getan? Oh, oh. Das wird jetzt aber nicht unser Ende sein hier, oder? Okay. Gut, irgendwie habe ich es dann noch aus der Misere geschafft. Ich will doch nur ein Chicken. Okay, schade. Kein Chicken. Aus diesen Kronleuchtern. Ich weiß auch nicht, warum die gerade keine droppen wollen. Sind einfach inkompetent. Ganz klar. Okay, um den kümmere ich mich als erstes. Okay, gut. Das haben wir erledigt. Okay, der ist auch down. Sehr schön. Oh, das ist wunderbar. Okay, zack. Ah, shit, das habe ich noch nicht ganz... Ich habe es noch nicht ganz raus mit der Range, aber... Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist ein saugeiler Skill jetzt hier. Viel zu selten eingesetzt. Ich bereue das hier voll. Damit hätten wir bestimmt sau viel länger überleben können in Runs früher. Oh, sehr gut. Nochmal ein bisschen Gold. Es steht ja fast nicht mehr im Wege, weil ich meine... Wir spielen ja den 100% Achievement Run. Das heißt, ich brauche hier noch alle Blueprints. Also, ja, alle... halt einfach alle Rüstungsteile freischalten. Im Prinzip. Man muss sie gar nicht mehr kaufen. Man muss sie nur sozusagen freischalten können. Also finden quasi. Und da könnte... Oh, jawohl, so geht das schon mal richtig gut los. So ist super Sache auf jeden Fall. Okay, Marvin, was ist das? Paladin? Paladin, komm, wir spielen Paladin. Okay, Paladin hat Eidmem, okay. Hey, der kann sich das Ganze merken, das ist geil. Der hat Eidmem. Und wenn wir schon Paladin spielen, sollten wir da nicht Rüstung hier waffen? Ne, wir leveln jetzt einfach mal kurz das hier hoch. Einfach nur, damit es weg ist. Dann habe ich mich darum nicht mehr zu kümmern. Das finde ich immer ganz nice. Jetzt kann ich mir, glaube ich... Ah ne, das Schwert kostet 4000. Schaut euch die Leben an. Leute, Leute. Aber die Barbaren, die haben es ja noch mehr drauf. Das haben wir ja letztens erst gesehen. So, wie viel fehlt uns eigentlich noch? Ah, ein Schwert. Dann haben wir das auch geklärt. Noch ein einziges Schwert hier. Wie viel kostet das? 3700. Ja, super, ne? Hier 1500. Ah, komm, nehmen wir halt jetzt nochmal hier so ein 2600 mit, oder? Geht das auf? 2200. Und 1500, ja, geht auf. Ey, Rechenmeister hier. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal kurz die Dark Limbs und ich glaube, ich nehme, das passt soweit. Ja, das passt auch. Komm, dann nehmen wir einfach mal nicht das Crit oder nehmen wir das Crit-Schwert. Wie viel Schaden ist es dann? Ja gut, 6 Unterschied, dann wird es wahrscheinlich besser sein mit dem Crit. Ist ja Logo-Pogo. Okay, und dann versuchen wir einfach mal unser Bestes hier. Und ich finde schade, dass hier irgendwie keine Musik ist. Das macht das Ganze ein bisschen leer, so beim Waffen auswählen oder so. Ganz gut. Also nochmal ganz kurz Alexander. So, ich werde jetzt auch gar nicht mehr hier diese langen Umwege gehen. Blueprint. Ah, die wollen die. Ich sehe schon, das Spiel ist gegen mich. Ja, die sollten mir eigentlich direkt in der ersten Kiste sollten die mir hier das nächste Schwert geben, aber nee. So, und wir können jetzt auch mal ganz kurz, ganz getrost hier das einfach mal außer Acht lassen. Genau, die Paladin-Ability übrigens auch ziemlich nice. Und wir gehen natürlich direkt, wie ich gesagt habe gerade, und Random Teleporter. Ja, ja. Wald. Ah. Was? Mich verarschen? Zur Hölle? Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ey, wir backen durch! Okay, ich bin wieder oben. Nichts passiert. Warte mal, kann ich hier runterpacken? So, ich bin jetzt hier wieder. Wie habe ich das gerade gemacht? Ihr seht mein Schwert, ich bin da unten. Oben. Das ist natürlich unten, ne?
Komm schon. Wo bin ich? Da. Okay. Kann ich hier random teleporten wenigstens? Oh ja. Oh ja. Okay. Da bin ich. Freunde. Ey, ich hab's geschafft. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ehrlich, ich dachte jetzt, ich muss den Run neu starten, aber... Es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Habt ihr den Dodge gerade gesehen, ja? Natürlich bin ich davon ausgegangen, dass er über mich drüber springen wird. Das ist ja ganz logisch. So, hier kann man auch mal... Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich eigentlich einfach nur den Schild benutzen, um zu blocken, wenn ich keinen Schaden machen kann. Weil dieser Rückstoßschaden funktioniert ja nur bei Nahkämpfern. Und ja, das war ein solider Bug, würde ich mal sagen, ne? Auf jeden Fall. So. Ja, geht doch einfach down. Wow. Wow. Ich glaube auch manchmal draint das ein bisschen zu viel Mana, finde ich. Also, das trifft ja dann irgendwie mehrfach und dann zieht das euch die Mana richtig aus der Tasche. Das finde ich ein bisschen suboptimal gelöst. Aber ansonsten eigentlich relativ solide, muss ich sagen. Also die Ability so mit den Blocken, schicke Sache. Wie man halt von Paladins erwarten würde. Chicken. Und die Chicken ist natürlich auch sehr, sehr stark auf dem Paladin. Die Zoloks gehen down. Oh. 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 The skill is there. Sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Leute, es funktioniert ja. Man muss sich nur anstrengen. Ja, ihr müsst einfach nur an euer Ziel glauben. Ja, dann könnt ihr es irgendwann nicht erreichen. Gut, also gut. Das heißt, wir haben unsere Münzen. Wir sind wieder reich. Wir haben nicht mal wirklich viel Leben verloren. Und dann kann ich mich wieder meinem eigentlichen Ziel, dem Alex, widmen. Und, boah, schade. Ich habe gehofft, gebetet, dass wir das Dark Sword kriegen, aber... Leider nein. Leider nein. Okay, hier ist auch nichts los. Ist so ein chilliger Raum hier, so mit so Kaminfeuer. Ich frage mich ja auch immer, wer da das Holz nachlegt, weil außer mir ist ja hier anscheinend keiner. Oh, oh. Ah, ich hasse diese Viecher. Ich hasse die. Und ganz besonders, wenn sie weit oben sind. Ja, dann... Oh. Jetzt wollte ich schon wieder den O-Sound machen, aber heute nicht, Leute. Heute nicht. Das Geile ist, es wird ja... Es wird auch keine Zeit, also es wird auch kein Mana über Zeit gedrained, das ist gut. Weil dann könnt ihr natürlich easy so rumstehen, das schlagen und euch dann wieder preparen. Und ihr werdet halt nur, ja, eures Manas beraubt, sobald ihr eben quasi sozusagen. Oh, okay, und ich wollte doch eigentlich meine Statue machen. So, also es kann sich nur noch um sehr kurze Zeit dauern, Leute. Handeln, nicht dauern. Das ist was anderes. Und wir kriegen übrigens Mana zurück, wenn wir die killen. Von dem her sind wir noch nicht ganz leer. Oh, okay. Gut. Naja, die Slimes sind ein bisschen asozial, finde ich normalerweise. Oh Mann, den habe ich gerade total übersehen. Habe ich total übersehen, der Freund, ne? Und wieso ist der gerade so weggeflogen? Was ist denn los mit euch? Slimy Boys, und man kriegt auch... Ah doch, man kriegt... Ich hab mich gewundert. Ich war mir nicht ganz sicher, weil... wir haben ja zuerst gedacht, yo, Moment mal. Das mit der Ability geht aber auch noch nicht so ganz erst rein. Ich habe immer zuerst gedacht, ja, wie funktioniert das denn jetzt? Ist das jetzt so, dass man, okay, das war nicht zu verhindern. Oh, das sieht nach einem sehr schlechten Raum aus. Oh Mann. Beruhigt euch doch mal, Leute. Was habe ich euch angetan? Wieso brauche ich dann drei Hits, Mann? Das ist nur so ein erbärmliches Viech. Ja gut, wenigstens sind einige Viecher in dem Raum, dann kann ich mich auch wieder hochheilen. Was? Ich hatte den gerade einfach einen Stockwerk nach oben gekickt. Juckt den gar nicht. So, hier, Freiflug, ne? Also, servus, wir sehen uns oben. Okay, Crit landet auch erstaunlich viel, dafür, dass wir Paladin spielen. Wahrscheinlich mehr als beim Asa, ne? Also, so wie wir da verarscht werden. Troll Engine läuft bei uns. Ist zwar nicht so trollig wie bei Isaac, aber gut genug. Ja. Ich nehme das mit dem Trollig zurück, das Pferd. Nö, ich komme jetzt nicht mehr wieder. Juckt mich überhaupt nicht. Und wir haben ja diese Double Jump, das ist auch sehr geil. Weil jetzt kommen wir endlich mal auch an diese ran, obwohl wir kein Flight haben, weil ich glaube, wir haben nur Jumps 1, 2, 3. Okay, 3. Und dann halt natürlich mit dem Schwert 4, nehme ich an.
Okay. Juckt überhaupt nicht. Okay, ich glaube, vielleicht wurde das auch gefixt. Also das kann ja nicht sein, wenn ich da so oft getroffen werde, dass ich dann noch immer voll Mana habe, ne? Das geht ja gar nicht. Okay. Oh oh. Und komm her. Das war ja mal wieder klar. Es war ja mal wieder klar, ne? Wartet der noch, wie als hätte er irgendwie doch noch irgendwie ein bisschen Verstand, ne? Nee, ist klar. Er wartet und dann juckt den überhaupt nicht. Dann kommt er plötzlich angerannt, ne? Wenn ich dann wieder verwundbar bin. So wurde es einprogrammiert in den Spielen. Ich weiß schon Bescheid. Die wollen uns doch alle nur trollen hier. Ganz besonders mich. Hier ist leider kein Alexander, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Ich schätze mal nach oben, aber ich könnte mich natürlich wieder total irren. Sollte man ja von ausgehen. Ich glaube, wir kriegen auch nur ein Chicken, sofern ich nicht den Ausgang finde. Ich glaube, da könnte ja gar kein Blueprint mehr drin sein, weil wir sind schon in den besseren Waffen. Und die kriegt man, glaube ich, nur aus den silbernen Kisten. Das ist also das. Man kann es ja doch mal kaputt machen, Leute. Ist ja nicht so schlimm. So, wo ist unser Leben? Oh, oh. Okay, das ist jetzt sehr, sehr verwunderlich. Wie habe ich da gerade bitteschön keinen Schaden genommen? Man weiß es nicht. Okay. Ja, es reicht nicht mal aus, um einen roten kaputt zu machen, ja. Schon klar, Leute, schon klar. Komm her. Gucci, 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 Gucci. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und dann oben ins Feuer gesprungen. Hey, die brauchen echt mehrere Hits, Mann. Das ist richtig erbärmlich. Was haben wir denn für einen Schaden? Oder was haben die für Leben, besser gesagt? Ich meine, ist ja echt nicht vertretbar. Ja, der hier geht auch in zwei Hits down. Aber das ist ja auch nur ein schwacher Mage. So, hier. Die waren ja mal grün, die Hulks. Aber irgendwie nö. Ja. Mhm. Wer hat euch das Umdrehen beigebracht? Wer hat das gemacht? Wahrscheinlich der Charon. Nein. Nee. Das glaube ich jetzt aber nicht. Junge. Ich werde doch wohl jetzt diesen scheiß Boss finden, oder? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Oh, Lich King ist sehr gut. Spielen wir mal. Und er hat auch noch einen Crowstorm. Hey, geil. Dann skill ich mal ganz kurz hier das Ding jetzt ein bisschen, Max. Ja. Ja, hört sich gut an. Kann ich jetzt nochmal hier irgendwas upgraden? Das wäre natürlich Ultra Premium. Siphon? Haben wir irgendwas mit Magie? Oh, das wäre dann, glaube ich, richtig einfach, schon fast. Ich glaube, das passt soweit. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel. Ich hole mir jetzt nur noch ganz kurz hier diese Dinger. Für 2600. Perfekt. Perfekt. So, dann haben wir einfach nur mal ganz kurz die ganzen Rüstungsteile. Und warte mal, ich trage jetzt was anderes, oder? Hä? Was habe ich jetzt angezogen? Schon normale Sachen, oder? Warum sehe ich dann so merkwürdig aus? Ah, hier. Jetztly. Gut, also wir sind relativ gut ausgestattet. Wir brauchen nur noch die, warte mal, das Dragon. Den Dark Harnish, den können wir sowieso nicht equippen. Von dem her, also ich glaube, weil unsere Rüstung zu gering ist dafür, aber ansonsten. Ja. Das war übrigens gerade dank der Involuntime nur so. Weil wir haben gerade echt übertriebenst lange rumgechillt. Ohne da Schaden zu nehmen. Also, besten Dank. Ich glaube, das Upgrade hätten wir auch wahrscheinlich früher holen können. Das macht übrigens die Bossfights auch wesentlich einfacher, wenn ihr einfach YOLO spielt. Also nicht von wegen ganz viel ausweichen, was man ja eigentlich machen sollte. Sondern eher so Tendenz zu, ach, ich werde schon genug Leben haben. Ich halte jetzt einfach mal drauf und hoffe, dass ich überlebe, bis er tot ist. Wenn ihr so spielt, dann solltet ihr die Involuntime auf jeden Fall upgraden. Die sollte die Zeit, die ihr da sozusagen überleben könnt, verdoppeln. Okay, Glacian. Kein Thema. Wir werden es jetzt natürlich noch... Oh, Karneval. Yeehaw. Okay, mal schauen. Ah, das ist das Axtspiel. Da bin ich, glaube ich, relativ gut sogar. Okay. Oh, oh. Ich habe noch drei Äxte, Leute. Okay, es könnte klappen. Yes!
Oh yes, sehr gut. Also wir haben natürlich hier den Preis uns verdient, kriegen wir. Ja, Mann, Dark Sword. Wir haben also jetzt alle Blueprints. Das bedeutet eigentlich, dass ich ein Achievement bekomme, aber irgendwie ist es, glaube ich, verbuggt. Oder so, keine Ahnung. Ich krieg das nämlich gerade irgendwie gar nicht. Juckt überhaupt nicht, ne? Ja, du kriegst es nicht. Ja, hast alle Waffen freigeschaltet, aber kriegst es nicht, weil... Ja, ist halt so. Ich habe das Suchti-Achievement von wegen 20 Stunden Spielen auch irgendwie erst bekommen, als ich 50 Stunden gezockt habe. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Keine Ahnung, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt. Versucht es einfach mal mit, vergesst einfach, es wird eh nichts. So ungefähr bin ich da rangegangen. Hab einfach gezockt. Okay, Geld. Was will man machen? Ich werde den Part übrigens jetzt natürlich so weit spielen, bis wir hoffentlich mal wenigstens bei dem Mongo angekommen sind, weil anders geht... Ja, klar. Klar, wir... Ja, sicher. Ah, warte mal, wir könnten noch Ponce battlen. Nee, ich glaube, dem sind wir nicht gewachsen. Aus dem Grund, weil wir sind einfach wesentlich besser geeignet für Alex. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal runter zum Alex. Der muss ja quasi unten sein, weil wo soll er denn sonst sein, ja? Das geht ja gar nicht anders. Ja. Moment mal. Ach, scheiße. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Leben. Wie komme ich denn dann, bitteschön? Habe ich jetzt irgendwas verpennt? Oh mein Gott. Wirklich? Das finde ich aber irgendwie... Das ist sowas, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, aber klar. Ich glaube, das ist wieder so ein Übergang, wo man zuerst ins Nebel ankommt, dann geht man einen Schritt nach rechts und dann bist du plötzlich im Wald. So ist es, glaube ich, tatsächlich hier. Wir werden sehen. Hoffentlich. Chicken. Natürlich nicht. Oh, hier ist Ponce. Ja, gegen den habe ich aber so, glaube ich, wenig Chancen, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ich so groß bin, da werde ich eher sterben. Und ich glaube, der Damage ist gut. Der Damage ist gut. Der Damage ist sehr gut. Sehr gut. Also, wir kriegen natürlich... Oh, wir kriegen sogar 12 MP. Das heißt, wir kriegen quasi über ein Drittel erstattet von dem Spell. Das ist natürlich sehr nett. Ah, nee, warte, ich muss ja mehrere setzen, um den Kill zu bekommen. Vergesst das. Aber wir kriegen auf jeden Fall etwas erstattet. Okay, da ist wieder einer unserer Freunde. Okay. Ja, komm her. Ah, bist ein Braver. Bist ein Braver. So, wo ist jetzt dieses verdammte Waldland? Ah, nee. Nee, ich lasse mich hier nicht verarschen. Wurde das jetzt gepatcht oder wie darf ich das verstehen? Okay, danke sehr. Ich hasse diese Wölfe. Ich hasse sie. Sonic's Curse. Hey, geil. Charon's Overall. Nicht, dass es uns viel bringen würde, aber sage ich nicht nein. Ich verstehe das nicht. Wo ist das denn? Wo soll das denn sein? Ich meine, haben die jetzt die Plätze vertauscht, dass der Wald jetzt auch oben sein kann? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwie ein Patch rauskam, aber es muss ja schon was sein. Das macht zumindest mal auf jeden Fall den Eindruck. Wie soll es denn anders sein? Okay. Ja, ist klar. Friss das! Okay. Gut, hier natürlich wieder Action für meine Krähen. Ja. Das lassen wir einfach mal dahingestellt. Der hat mich zweimal rausgekickt. So ein richtiger Pro halt. Normalen Gegner könnt's nicht aufnehmen, aber der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Jo, wir kicken den Rev jetzt einfach mal raus. Danke. Ich habe gehofft, dass das passieren wird. Und es ist tatsächlich passiert. Nein, Ninjos. Nein, lasst mich doch in Ruhe. Was habe ich euch getan? Okay. Ja, Geld, okay. Aber ich will eigentlich ins in den Wald. Das wäre schon so ein bisschen mein Ziel jetzt. Okay, da ist eine Mimik. Killen, sehr gut. Und mit der riesen Range kann man hier auch sehr gut durchschlagen. Das ist natürlich wunderbar. Vor allem, wenn wir jetzt mal unsere Leben und Mana swappen werden. Ich weiß, es ist ein bisschen risky hier, vor allem im Nebelländchen. Aber ich dachte mir, juckt mich nicht. Also dann versuchen wir es mal oben. Also das verwundert mich jetzt doch schon ein bisschen. Also schon ein bisschen sehr. Danke, Triple Jump. Danke sehr. Sonst wäre ich jetzt im Arsch. Ist hier irgendwas? Nein.
Stirbt er davon? Ah, noch nicht ganz. Aber er ist Level 217er Skelly. Das ist auf jeden Fall respektabel, Leute. Okay. Ja, da war ich mir auch gerade nicht sicher, ob das irgendwie zu blocken ging. Vermutlich nicht. Okay. Ja, das ist auch immer wie in diesen Filmen, wenn irgendwie so eine Falle oder so losgeht mit so einem Stein. Und dann alle so geradewegs weglaufen, anstatt dass sie einen Schritt zur Seite gehen. Ganz klassisch, so war das gerade auch. Okay, nee. Ist hier irgendwas Besonderes? Nee. Gut, dann lassen wir das sein. Oh, nur drei Gegner. Invuln-Time. Ey, das war aber auch gerade eine richtig heftige Invuln-Time. Ich muss jetzt echt zusehen, dass ich hier rauskomme. Nee. Komm schon, heil mich doch. Okay, ich muss das machen, weil sonst wäre ich hier eventuell einfach gestorben und ihr hättet meinen Namen euch nicht mehr gemerkt. Der da ist. Steht das ja gar nicht dran, scheiße. Wo steht das? Wo steht das? Hornsby, genau, Sir Hornsby der Dritte. Okay, die Musik geht mir auch schon langsam auf den Geist. Wir gehen mal kurz nach links. Ich weiß echt nicht, wo der Wald sein soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass das mir ein bisschen zu hardcore wird. Ich versuche mich jetzt einfach mal hier ein bisschen rauszureden, indem ich jetzt einfach hier runtergehe. Und natürlich keine Leben finde. Ja, gehen wir einfach zurück an Anfang. Warte mal. Waren da jetzt rechts noch Wege? Moment mal. Ah, da, okay, nach oben. Nee. Wir gehen jetzt einfach mal. Das ist möglich? So ein Bullshit. Wer würde sich bitte den drei Schritte nach rechts teleportieren? Das ist vollkommener Schwachsinn. Okay, natürlich der gute alte Trick hier mit den Magiern. Nein. Death Defy! Geil, das ist dieser 1%. Zum ersten Mal ist es passiert. Ich hab mich schon gefragt, was ist los damit, aber es ist passiert. Also es gibt noch einen Gegner, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Die Krähe sagt's mir auch in gewisser Weise. Okay, hier ist hoffentlich noch ein Chicken. Hoffentlich noch ein Chicken. Kein Chicken. Okay, gut, Death Defy hat uns jetzt natürlich wieder relativ gut beisammen hier ins Level abgesetzt. Und da ist nochmal ein Zombie. Ah, da, das war das mit der Krähe. Ist ja jetzt verschwunden. Ich glaube, die verschwinden nach einer Weile. Also sie kreisen dann irgendwie so eine halbe Stunde drumherum und dann sterben die einfach. Arme Krähen-Boys. Egal, wir gehen runter. Ich glaube, da ist die Hölle. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Oh, geht's dann vielleicht jetzt hier ins Waldland? Ist es dann vielleicht hier? Okay. Genau, da ist er jetzt auch tot. Und die Krähen sterben auch merkwürdigerweise, wenn ich die Viecher kill. Keine Ahnung, was mit den Krähen los ist. Aber dodgen. Kann ich irgendwas machen als Lich? Ja, rausgehen. Ist die einzige Option hier. Krähensturm. Okay. Ja. Relativ billig eigentlich so, wenn man seine Mana hier so ein bisschen abgegradet hat, dann sollte das relativ einfach von der Hand gehen. Ja. Selbe Prozedur. Die kann man auch mal mit einem Schlag fertig machen. Und der Corrupt Vanguard geht auch down. Also dann ist wohl hier anscheinend das Waldland. Ich würde dann doch ganz gerne mal den Boss besiegen. Und wir sind wieder voll. Nice. Okay. Gib mir doch einfach nochmal einen Chicken Wing, wobei wir sind eh voll. Gib mir keinen Chicken Wing, gib mir Geld. Geld, Bitch. Okay, passt. Aber unser Schaden mit Spells hat, glaube ich, jetzt heftig zugenommen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich jetzt reingehauen habe, aber auf jeden Fall ein paar. Okay. Ja, 280 Gold, Leute, das kann ich nicht liegen lassen. Das kann mir keiner erzählen hier. Okay, also dann, los geht's. Genau, so muss das sein. Ein Mana-Krügchen. Ein Mana-Tränkchen. Nochmal ein Mana-Tränkchen.
Ja, das ist nur ein bisschen benachteiligt als großer, aber damit muss man leben, denke ich. Das ist in Ordnung. Ach, du Scheiße. Nein. Involent Time. Oh, geil. Das habe ich... Ich habe gerade gar nicht daran gedacht, aber das ist natürlich wunderbar, weil wenn man natürlich hier das hat, dann kann man nochmal hochgehen und sich den Schatz holen. Ja, weil wir haben den, glaube ich, bis jetzt noch nie bekommen. Einfach aus dem Grund, weil... Ja, man schlägt dann halt diese Fässer kaputt. Ist halt so. Fühlt man sich halt ein bisschen wie so ein Donkey Kong, aber ist halt okay. Okay, das ist kein böses Bild. Okay. Bin ein bisschen irritiert manchmal, weil ich will dann immer so battlen, aber nee. Juckt überhaupt nicht, es ist einfach nur so ein Gemälde. Ach, ich sehe schon wieder kommen. Ja. Wie denn auch sonst, ne? Und ich hätte übrigens das mit Triple Jump oder so hoch geschafft, aber wie denn auch sonst? Nö. Ach, geht doch einfach down. So, wir swappen nochmal ganz kurz unsere Leben. Vielleicht kommen wir dann nochmal auf Max HP. Ich glaube jetzt, also mehr als 680 Mana kommen wir wahrscheinlich eh nicht rauf. Es gibt, glaube ich, auch so eine Formel oder so, schätze ich mal, für wie oft man swappen muss, damit man die Max Mana erreicht hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ich glaube, mehr als viermal geht sowieso nicht. Okay, ist hier noch irgendwas? Take no damage. Ja, gar kein Thema. La la la, la 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 la. Und wir kriegen jetzt auch noch Leben durch. Oh! Oh oh. Das war knapp. Nice. Die Max-HP kommen einfach rein. Wir kriegen nochmal ein Upgrade. Sehr schön, sehr schön. Und das erinnert. Oh! Alter, wie perfekt. Richtig gut. Wir sind jetzt schon wieder bei fast 300. Ich glaube, dass der Battle wird. Der Battle sollte eigentlich eh nicht so schwer werden, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wir haben übrigens immer noch keinen Alex gefunden, nur so. So, danke. Die Downstrikes, die werden ja jetzt, glaube ich, stärker. Hab ich sie jetzt schon geskillt? Nee, ich glaube noch nicht. Aber wenn man die eben dahin gemaxt hat, dann werden die sozusagen immer stärker, umso öfters man die einsetzt. Nee, der wird schon woanders sein, der Boss-Battle-Raum. Das kann mir keiner erzählen. Okay, hier ist wieder ein bisschen Action für unseren Spell. Der sowieso sau overpowered ist. Keine Ahnung, ich finde, der Krähensturm ist fast schon der stärkste Spell mit. Einfach nur, also gegen AOE natürlich auf jeden Fall, aber er teilt sich ein bisschen die Funktionalität mit dem Flammenring, der natürlich geiler ist in Bossfights und gegen einzelne Targets, aber gleichzeitig auch gegen AOE gut ist. Okay, also falls ihr euch entscheiden müsst, denke ich Präferenz. Okay, hier sollte eigentlich nicht mehr viel los sein. Yep. Yep, das ist gerade passiert. Habe ich mich jetzt geheilt oder nicht? Okay, also da nochmal zwei. Komm, los geht's, Krähen. Passt. Gut, 150 Leben ist jetzt nicht so toll und wir können natürlich nochmal sterben, aber keine Sorge, wir haben ja Death Defy einmal geskillt. Ach du Scheiße. Ich habe so eine Höllenangst vor den Viechern. Einfach nur aus dem Grund, dass sie mich ständig schollen. Komm jetzt, Alex, wo bist du? Verkriech dich doch nicht, ich will dich einfach nur besiegen. Jawohl, da ist er, der Alex. Hat sich endlich gezeigt. Das ist natürlich schön. Ist natürlich klasse. Und dann will ich ihn jetzt mal ganz kurz auseinandernehmen. Wir haben übrigens anbei nur so 92k, ne? Das wird gleich wahrscheinlich nochmal mehr sein. Okay, The Forgotten Alexander, klar. Hauen wir einfach noch ein bisschen drauf. Ich glaube, ich muss da fast schon keinen Skill einsetzen. So wie das hier einsetzt. So wie das aussieht. Leute, das ist ja billig. Na gut, machen wir es jetzt noch kurz ganz gemütlich. Das hätte natürlich nicht sein müssen, aber ansonsten. Ja, ich meine, juckt es sonst. Seien wir mal ehrlich. Nein. Bam! Easy. Ich glaube, die verstärkte Version ist dann doch schon mal deutlich schwerer. Wir holen uns also nochmal ganz kurz die Münzen. Muss man ja machen. Sieht übrigens ziemlich cool aus, wie der hier eingefroren ist. Finde ich geil. Damage, Leben, Mana nehmen wir da so hin. Und jetzt sollten wir, glaube ich,
die Möglichkeit haben, jetzt auch diese Obol zu bekommen. Ich werde bloß nicht den Endboss fighten, einfach nur, weil ich die Unterbosse eben auch mal besiegen will. So, und ich glaube, wir gehen jetzt einfach straight. Sobald ich die Max-HP habe, gehen wir straight zu Ponce. Und dann schauen wir mal. Weil ich kann sowieso nicht, ich will jetzt aber schon noch Ponce fighten. Ich kann den Bossfight nicht fighten, also den Endboss, weil wenn ich das mache, dann kann ich ja nicht eben diese sozusagen Zweitboss oder wie soll man sie nennen, stärkere Version von den Bossen eben bekämpfen. Und das will ich ja, deswegen muss ich da noch ein bisschen schauen, dass ich das irgendwie noch hinbekomme. Weil ich meine, den Endboss, wenn wir den jetzt besiegen, was bringt das? Oh mein Gott. Ja gut. Oh Mann, warum? Warum mache ich es jedes Mal? Warum? Oh. Es hätte sein können, ne? Aber es hätte passieren können. Es ist aber nicht passiert. Wieso? 20.000, einfach so. Das war sowas von nicht wert. Ich falle jedes Mal wieder drauf rein. Ist wie Lotto spielen, wirklich. Lotto, Roulette, wie auch immer ihr es nennen wollt. Alles das Gleiche hier. Okay. Joa, wir gehen nur zum Teleporter. Ich will ja nur zum Ponce. Zu meinem guten Freund. Und mich dann einfach mal ein bisschen hochheilen, indem ich einfach ein paar Viecher zerstöre. So habe ich das mir jetzt vorgestellt. Sind ja. Habe ich schon geklärt. Achso. Na dann. Na dann ist ja gut. Oh nein. 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 Und wieder der dritte ist gestorben. Und das ist natürlich perfekt, nachdem wir die 20k hingeblättert haben. Was denn auch sonst? Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es fehlt nur noch ein Boss, ja? Ja, den Boss werden wir noch besiegen. Dann kommen natürlich diese Hardcore-Sachen. Ich muss das selber noch überlegen, wie ich das alles aufnehme. Aber das ist auf jeden Fall noch alles Sache. In den nächsten Parts schaltet auf jeden Fall ein. Ciao und bis dann.